Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute haben wir wieder ganz, ganz viele Telefonschnipsel mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem zeigen diese vielen kleinen Telefongespräche auf, mit was für Leuten wir es ja eigentlich zu tun haben. Tja, vom Finanzmarkt rufen die meisten an und versuchen uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo wir alle nicht unser Geld einzahlen werden. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Emily Paul ist mein Name von Trader Active Oil Profit. Da muss ich eine Registrierung gemacht haben. Herr, können Sie mich hören? Ja. Okay. Sie haben bei uns eine Registrierung gemacht in unserer Plattform. Und ich werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto aktiv zu machen und mit der Arbeit anzufangen. Herr, können Sie mich hören, bitte? Was bitte? Herr, können Sie mich hören, bitte? Ich kann Sie hören, ja. Okay. Wo haben Sie diese Registrierung gemacht? Im Handy oder im Computer? Müssten Sie das nicht eigentlich wissen? Okay, weil ich werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto aktivieren. Was wo Sie die Registrierung gemacht haben. Ja. Ja. Okay, wo haben Sie das gemacht? Im Handy oder im Computer? Weiß ich nicht. Sie wissen das nicht? Mhm. Okay, aber was wissen Sie über diese Registrierung? Gar nichts. Gar nichts? Machen Sie Witze oder was? Nö, hören Sie mich lachen? Herr, ich rufe Ihnen von einer Handelsplattform. Und ich werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto aktivieren. Was ist das? Das ist Handelskonto. Es geht um Online-Handel. Arbeite mit der Finanzprodukten. Was macht man da genau? Möchten Sie nicht antworten? Hallo, Betrüger-Tante, ich höre dich nicht mehr. Hallo, schönen guten Tag. Sie sind meine Frau Jana Goldberg weitergeleitet. Mhm. Kennen Sie mich hören denn? Nee. Und Sie machen ja aber Spaß. Nee, ich lache doch gar nicht. Doch, Spaß und Ironie sind eigentlich auch sehr verbunden miteinander. Herr Lorioris, oder heißen Sie so? Lorioris, was für ein komischer Name. Das ist mein Vorname. Knusprig, knusprig wäre der Nachname, mit dem Sie mich anzusprechen haben. Sie haben ja Betrügerei gesagt. Also Sie haben auch nicht mein Name erwähnt. Also deswegen sage ich ja, auch Ihren Vorname. So, was möchten Sie denn jetzt von mir? Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Also, ich wollte eigentlich wissen, wieso haben Sie denn in ein Konto hier bei uns eingerichtet, wenn Sie denken, dass wir eine Betrügerei sind? Na, ich denke, Sie sind Betrüger, weil Sie nicht geredet haben. Wie habe ich nicht geredet? Na, die andere Tante, die da am Telefon war, hat ja nicht gesprochen. Die hat ja nichts gesagt. Was haben Sie denn mit der anderen Kollege? Es kann sein, die ist neu oder die kommt von Italien. Aber Sie müssen ja nicht so jetzt reden. Nee, muss ich nicht. Ich dachte schon. Eben. Ja. Leute lernen erstmal Manieren, ein bisschen Respekt zu haben, irgendwo, wo sie sich selber registriert haben. Doch, doch. Auch doch keinen Respekt vor Kriminellen. Was hat Ihnen so wehgetan bis jetzt, dass Sie so sind? Du bist doch eine Kriminelle. Und Mundgeruch hast du auch noch. Wer ist kriminell hier? Na du und dein Mundgeruch. Hä, hey, wieso sind Sie so ein Arsch? Sind Sie so ein gefickter, verfickter Hurensohn? Ja, Mensch, da spricht aber die Betrügerin von ihrer guten Kinderstube zu Hause. Ja, können Sie gerne bei der Polizei gehen. Sagen ja, Sie es. Ich habe auch man hier an, eine geht Strafe man nicht. Für Sie. Du, man ruft bei der Polizei Sie. An Sie, und man geht da wo nicht hin. Sie ein Konto eingerichtet haben, selber, oh, mit hier Daten. Voll. Und ich gehe auch selber bei der Polizei. Ja, ja. Oh. Ja. Nein, Mensch, ja. Da hat die Betrügerin ja. Beweise. Ja. Dass sie betrügt. Ja. Verfickter Hurensohn. Kriminelle. Ja, ich bin. Ja. Ja. Und jetzt, was haben Sie verdient bis jetzt? Was haben Sie gewonnen? Ja. Dass Sie Scheiße labern am Handy. Was haben Sie gewonnen? Nee, die Scheiße kommt gerade unten raus. Ich sitze auf Toilette. Nehmen Sie die Scheiße da bei Toilette. Essen Sie das, damit Sie keinen Scheiße labern. Oh. Das sind die Anrufe vom Finanzmarkt. Ich bin da gerade selber überfordert. Also es wird irgendwie immer unterirdischer. Es wird immer furchtbarer. Es wird immer krasser, immer kranker. Und die Leute da am anderen Ende der Leitung immer unverschämter. Vor allem ist sie auch noch der Meinung, dass ich unverschämt bin. Aber hat sie sich mal selber reden hören?
Es ist irgendwie Wahnsinn. Es ist der absolute Kracher. Die erste schon in der Leitung, der absolute Wahnsinn. Dann wird man einfach weitergereicht, ohne dass man da eine Information dazu erhält, dass man jetzt weitergereicht wird. Eigentlich habe ich doch nur gesagt, ich weiß nicht, was das jetzt hier werden soll. Also, ja, und solche Leute rufen dann an und brüllen durchs Telefon. Tja, also es ist der absolute Wahnsinn, was man da an der Leitung erlebt. Das sind Leute, die vom Finanzmarkt, also vom angeblichen Finanzmarkt anrufen. Das muss man ja immer wieder betonen. Das hat ja hier überhaupt nichts mit Finanzmarkt zu tun. Die wollen euch einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen. Mit ehrlichem Verkauf und seriösen Gesprächen hat das hier schon bei weitem nichts mehr zu tun. Also ich verstehe gar nicht, wie die sich selbst überhaupt im Ansatz für seriös halten können. Denn mit Seriosität hat das ja nun wirklich nichts zu tun. Die beleidigen euch hier am Telefon nur, weil ihr da nicht mitspielt. Und es ist, weiß ich nicht, da fehlen einem die Worte. Sowas ruft halt vom angeblichen Finanzmarkt an. Ja. Hallo, guten Tag, ich bin Zoe Meyer. Spreche ich mit der Mario Kart? Mhm. Super. Ich arbeite im Finanzmonitor-Abteilung, ja, in Deutschland, Herr Kart, und wir haben gefunden Ihre Kryptotasche. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie irgendwo Geld bezahlt, Geld investiert früher oder etwas Aktien gekauft vielleicht? Haben Sie da auch jemanden sitzen, der nicht so nuschelt? Wie bitte? Haben Sie da auch jemanden zu sitzen, der nicht so nuschelt? Ich brauche ganz andere Informationen, ja. Mich interessiert, warum haben wir da diese Kryptotasche gefunden? Haben Sie schon Erfahrung vielleicht in der Onlinehandlung? Na, haben Sie da auch jemanden sitzen, den man versteht? Weil Sie versteht man nicht. Nee, ich brauche erstmal nur Antwort. Haben Sie Mitarbeiter. Nee, antworten Sie mir bitte ganz einfach. Was haben Sie verstanden? Ich habe gefragt, haben Sie irgendwo Geld bezahlt oder haben Sie irgendwo etwas Aktien gekauft, zum Beispiel Bitcoins oder andere Aktionen? Nee. Alles gut. Ich interessiere nur das. Aha. Und weiter? Tja, toll. Geht ja hier super weiter. Also, nur noch mal zum Verständnis. Und das sind die angeblich seriösen Leute vom Finanzmarkt, die euch reich machen wollen. Ja, ist schon krank. Ja? Hallo, Samuel. Was denn? Ist mein Vorname. Ja, genau. Mein Name ist Anna Ster und ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Und zwar haben Sie sich bei unserer Plattform über Werbung angemeldet. Ja, das ist schon 1000 Jahre her. Ja, investieren Sie schon? Nö. War alles dann können wir... Mit einer anderen Firma? Nö, aber hier rufen ja nur lauter komische Viecher an, die mir irgendeine Scheiße am Telefon erzählen wollen. Ja, ich kann Ihnen dann vielleicht eine E-Mail mit der ganzen Info schicken. Ja, was soll ich mit einer E-Mail? Sie rufen doch illegal an, also was soll ich denn da mit einer E-Mail? Oder per WhatsApp können wir chatten, ich sende Ihnen die ganze Information. Das ist ja noch unseriöser. Ja, haben Sie jetzt Interesse zu investieren? Oder haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen da gemacht? Finden Sie die Frage nicht ein bisschen albern, dass man bei Betrügern investiert? Man kann Betrügern höchstens das Geld hinterherwerfen, aber investieren will ich das nicht. Woher wissen Sie denn, dass wir Betrüger sind? Sie ja einfach ohne Erlaubnis anrufen, also können Sie ja wohl nur Betrüger sein. Ja, Sie haben sich doch registriert. Ja, bei Betrügern, richtig. Und die rufen dann ohne Erlaubnis an. Ja, wieso haben Sie sich dann registriert? Ja, weil ich die Betrüger ein bisschen ärgern will. Ah. Ja, da hast du bestimmt noch ein paar tausend Datensätze bei dir, mein Schmuckstück. Wenn wir uns ein paar Mal hören. Ja, und ganz schnell aufgelegt und sich aus dem Staub gemacht. Man kennt's ja nicht anders. Es ist schon absolut, ja, weiß ich nicht, verrückt. Das ist ja hier, glaube ich, das Wort des Kanals. Verrückt und Wahnsinn und nur noch bekloppt. Es wird aber auch immer schlimmer. Es wird hier nicht mehr besser. Also, nach so langer Zeit, wie ich den Kanal jetzt hier nun schon betreibe, also ich habe nie damit gerechnet, dass das so ausartet. Also am Anfang, als ich das ganze Projekt hier gestartet habe, habe ich gedacht, ja, ich unterhalte mich halt mit Betrügern und kann da irgendwelche Gespräche führen. Aber mit Gespräche führen hat das ja jetzt hier nun wirklich schon lange alles nichts mehr zu tun. Denn alles, was von den Betrügern hier kommt, ist Wahnsinn. Und es wird immer und immer schlimmer, statt irgendwie ein bisschen besser. Also, man kann ja, also ich weiß nicht, wo man jetzt hier noch was Seriöses suchen soll.
Weiß ich nicht. Und das Schlimme ist, der Finanzmarkt nimmt ja wirklich absolut Überhand an. Also zumindest die Betrugsmaschen vom Finanzmarkt. Es wird ja nicht weniger, es wird eher mehr. Und sobald eine Firma geschlossen hat, sprießen wieder 20 neue Firmen aus dem Boden. Ja? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Abuel Salmonelle, ja? Salmonelle. Salmonelle. Ja. Ja, Salmonelle, Herr Salmonelle. Ja. Mein Name ist Dario Coronel, ich bin eine Kontoberater von AUX Capital, europäische Finanzbörse. Ich kontaktiere von der englischen Finanzbörse. Die Anmeldung, deutsche Finanzbörse. Ach, polnische. Deutsche. Russisch. Deutsche Finanzbörse. Russisch, okay, guten Tag. Spottest du, Idiot? Ja, natürlich veräpple ich dich, du Scheißbetrüger. Idiot, Scheiße. Tja, da sind sie ruckzuck wieder weg. Oh Mann, also verwirrt bekommt man die auf jeden Fall richtig schnell. Und toll, wie schnell die aufs Du umspringen. Sobald sie das Gefühl haben, dass irgendwas nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, ist man denn ja automatisch per Du mit dem Betrugsopfer. Tja, also ich weiß nicht, warum da Menschen drauf reinfallen. Das Problem ist, dass aber die Statistiken nun mal leider zeigen, dass sehr, sehr viele Menschen hier ihr Geld einzahlen. Vielleicht nicht unbedingt bei dem und vielleicht auch nicht bei seiner Firma, aber statistisch halt, tja, viel zu viele. Ich verstehe nicht, was die Menschen dazu bewegt. Ja, finanzielle Nöte, das ist ja das, was wir hier irgendwie alle so mittlerweile zu befürchten haben. Aber es zahlen tatsächlich immer mehr Menschen auch einfach da ein, anstatt weniger. Also trotz der ganzen Aufklärung, die Statistiken platzen. Ja. Was möchtest du denn? Findest du das gut? Ja, macht Spaß, ja. Mensch. Schön lauter bei euch im Betrügerstall. Ist deine Mutti stolz auf dich, dass du da was zum Ratschen in der Hand hast, ja? Mensch. Ach, und täglich grüßt das Scrollradtier. Tja. Irgendein Callcenter-Mitarbeiter hat sich wohl zur Aufgabe gemacht, mehrmals täglich hier auf meiner Leitung anzurufen und sein Scrollrad vorzuführen. Wie schön er mit der Maus umgehen kann. Also so hört es hier zumindest an. Der Krach im Hintergrund, der absolute Wahnsinn. Ja, also ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Leute dazu bewegt, freiwillig ihre Zeit zu verplempern. Vielleicht nutzen die irgendwelche Leerphasen, wo gerade keine Datensätze da sind oder so. Anders kann ich mir es einfach nicht vorstellen. Weil warum sollte man seine Zeit verplempern, währenddessen man ja weitere Betrugsopfer finden könnte? So ist es ja leider. Tja, und diese nette Mitarbeiterin, also wir haben hier jetzt hier öfters schon eine Frau in anderen Stückchen gehört, dass da eine Frau im Hintergrund zu erkennen ist, die sich dann mit Kollegen irgendwie nebenbei unterhält. Es ist schon Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ja, und da war sie wieder. Absolut erschreckend. Die Musik, die ihr im Hintergrund gehört habt, das ist meine Warteschleife. Da packe ich die meistens dann rein, weil so müssen sie auf jeden Fall dann selbst auflegen. Währenddessen ich den Betrüger oder die Betrügerin in meine Warteschleife packe, ist meine Leitung wieder frei. Auf der Warteschleife bleibt diese Person dann öfters mal ziemlich lange sitzen. Also so auch bis zu 30 Minuten. Das erspare ich euch jetzt hier natürlich. Auch wenn man während der Warteschleife die Hintergrundgeräusche hören würde. Also die, ne, man hört, was da so passiert, dann trotzdem. Dadurch, dass die Musik aber doch ziemlich laut ist, versteht man ja dann am Ende doch nichts. Erspare ich euch aus diesem Grund. Aber schon irgendwie Wahnsinn, ne? Also, dass die ihre Zeit da verplempern. Auf jeden Fall führt das Ganze dazu, dass diese Betrügerperson immer wieder selbst auflegen muss. Denn das mache ich definitiv nicht. Damit die Betrüger ihre eigene Quote versauen. Denn auflegen sollen ja die Betrüger selbst nicht, weil normalerweise legen ja die wütenden Kunden selber auf und nicht der, ja, nette Mitarbeiter da auf der anderen Seite der Leitung. Ja? Ja, guten Tag. Der Herr Klein am Apparat von gestern. Wir hatten heute einen Termin gehabt, aber ich wollte mich nur kurz bei ihm melden und fragen, wie es ihm geht. Ne? Von der Crypto.de. Von gestern bin ich, der Oliver Klein. Ja, ich hoffe, Sie haben mich nicht...
Wie bitte? Wir haben aber nicht mehr. Ich höre Der Herr Klein von Krypto.de. Na, ich glaube ja nicht, dass der von Krypto.de ist. Aber was hier Fakt ist, die Leitung ist dann irgendwie abgebrochen. Keine Ahnung, was hier jetzt das Problem war, aber naja, zumindest hatten wir keinen Termin. Finde ich immer wieder irgendwie komisch. Die rufen bei einem an und behaupten, man hätte einen Termin. Also Termine mache ich eigentlich nur für Livestreams. Ansonsten gibt's keine Termine auf meinem Kanal. Hallo, schönen guten Tag, Herr Gustav. Wie geht es Ihnen heute? Herr Gustav, hören Sie mich? Was ist das? Herr Gustav? Tja, also so kriegt man die Betrüger ziemlich schnell verwirrt, indem man einfach nicht so richtig mitspielt. Ja, kann man eigentlich nur immer wieder empfehlen, weil grundsätzlich sollte man sich ja vielleicht erstmal als Callcenter vernünftig vorstellen, worum es denn geht, wen man genau sprechen möchte. Und Herr Gustav, das ist schon wieder der Vorname und nicht der Nachname. Ich weiß nicht, warum die immer Vorname und Nachname verwechseln. Vielleicht steht's da in den Systemen da immer wieder falsch rum drin, weil im Beamtendeutsch schreibt man ja auch den Vornamen und Nachnamen genau andersrum, was ja auch genau genommen völlig Blödsinn ist. Aber tja, anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Ich finde da einfach kein Warum. Warum reden die einen immer mit Herr und dann dem Vornamen an? Also ich habe ja schon mal hier die Ausrede gehört, es wäre leichter. Ja, aber nur weil es leichter ist, den Vornamen auszusprechen, macht man es ja deswegen trotzdem nicht. Tag. Hallo, schönen guten Tag, Herr Felix. Wie geht es Ihnen heute? Hallo? Ja, hallo. Mein Name ist Emile und ich melde mich wegen Ihrem Interesse an Onlinehandel und ich wollte Ihnen ein paar Informationen geben. Und Sie, Herr Felix, haben Sie vorher Erfahrung mit Onlinehandel gehabt? Ja. Ja, und wie war Ihre Erfahrung? Haben Sie eine gute oder eine schlechte? Ich habe es nicht verstanden. Wie war? Herr Felix, und wann haben Sie Ihre Investition gemacht? Mal ab. Herr Felix? Ja. Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Ja. Wann haben Sie Ihre Investition gemacht, Herr Felix? Ja, ich habe Ihnen nicht gehört. Was sagen Sie? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Herr Felix, das ist nicht ein Spiel. Wenn Sie möchten, Sie können sprechen. Wenn Sie nicht möchten, Sie können auflegen. Sprechen? Ja. Wollten Sie mit mir sprechen? Sprech. Ja, wollten Sie, ja oder nein? Bananensalat. Herr Felix. Ja? Hören Sie mich kurz. Guck mal, da kommt eine Gurke geflogen. Hören Sie mich kurz, bitte. Ja, das ist eine tiefliche Gurke. Herr Felix, das ist nur eine informative Anruf. Ich werde Ihnen über meine Firma informieren, wie es bei uns funktioniert, was wir handeln. Und wie viele Profite Sie von uns bekommen, wenn Sie eine Kunde bei uns sein. Wenn Sie interessiert sind, Sie können es mir sagen. Wenn Sie nicht, Sie können es auch mir sagen. Und wie ist Ihre Entscheidung? Ja, wow. Ja? Okay. Herr Felix, können Sie bitte mir eine Antwort geben? Habe ich. Ja, was haben Sie gesagt? Wow. Wow, wollen Sie ja oder nein? Uhu. Oho, das ist nicht ein Spiel, Herr Felix. Einen schönen guten Tag. Tschüss, Betrüger. Tschüss. Tschüss, Betrüger. Na, bissig war sie auf jeden Fall. Die hat hier versucht, noch irgendwie an unser Geld ranzukommen und fragt tatsächlich nochmal nach, ob wir da nicht noch ein bisschen Interesse haben, unser Geld zu verlieren. Ja, also manchmal fragt man da wirklich vergebens nach Logik bei diesen komischen Gesprächen hier vom Finanzmarkt. Ich weiß es nicht, was die dazu antreibt, immer noch ewig an der Leitung zu bleiben. Wahrscheinlich nur der Grund, dass sie selbst eigentlich nicht auflegen dürfen bzw. nicht sollen. Ja, aber den Gefallen, den tue ich den Betrügern eigentlich zu 99% nie. Normalerweise lasse ich immer schön die Betrüger auflegen, damit sie ihre Quoten selbst versauen. Jo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Gunther. Wie geht es Ihnen heute? Entzückend. Herr Gunther, hören Sie mich? Ja. Ja, mein Name ist Emily und ich melde mich wegen Ihrer... Emily. Ach, Emily, ich habe Demelich verstanden. Ja,
Und ich wollte ein paar Informationen mit Ihnen teilen wegen Onlinehandel. Haben Sie darüber... Ja, Onlinehandel. Haben Sie, Herr Gunther, haben Sie darüber gehört oder gelesen? Im Radio habe ich das mal gelesen. Ah, Sie haben im Radio gehört? Nee, gelesen. Im Radio gelesen? Hm. Wie ist das möglich? Habe ich aufgeschraubt und geguckt. War eine Zeitung drin. Ah, in Ihrer Zeitung. Hm. Ah ja, ich verstehe. Mhm. Herr Gunther, das ist nur ein informativer Anruf. Ich wollte Ihnen kurz informieren und dann, wenn Sie es nicht möchten, Sie können auflegen. Ja. Ja, kann ich Ihnen kurz ein paar Informationen geben? Ja, dann erzähl mal da deinen Betrügerstuss. Herr Gunther, warum glauben Sie so, dass wir Betrüger sind? Weil da eine Gurke angeflogen kommt. Das ist eine Fliegegurke. Heute ist Gurkentag. Herr Gunther, das ist nicht so. Nee, keine Gurke. Oh, der Tag, an dem die Gurke verschwand. Oh. Herr Gunther, hören Sie mich kurz. Ja. Ich weiß nicht, was haben Sie gehört oder was haben Sie gelesen, aber wir sind eine lizenzierte Firma. Und wenn Sie möchten, ich kann Ihnen meine Lizenz zeigen und die Lizenz von meiner Firma, dass Sie sicher sein, dass wir keine Betrüger sind. Wer hat denn die ausgestellt, die Lizenz? Ja, möchten Sie die Lizenz sehen? Wer hat denn die ausgestellt? Herr Gunther, kann ich Ihnen jetzt ein paar Informationen geben, ja oder nein? Na, du kannst ja nicht mal auf Fragen antworten, also wie willst du denn da Informationen geben? Ja. 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 Was wollen Sie, Herr Gunther? Betrüger. Betrüger? Sie wollten mit einem Betrüger sprechen? Ja. Aber Sie haben nicht diese Möglichkeit, mit einem Betrüger sprechen, weil wir sind ein seriöser Unternehmen und leider, Sie können nicht mit einem Betrüger sprechen. Nichts da. Nö. Ja, nö. Herr Gunther. Okay, Herr Gunther, einen schönen guten Tag und bleiben Sie gesund. Boah, Betrüger. Ja, wieso? Hm? Wie Sie sagen. Ja, schäme dich. Ja, das sind die Gespräche, die man von dem Finanzmarkt so erwarten kann, wenn man sich auf unseriösen Webseiten eingetragen hat. Es ist schon absolut Wahnsinn. Hier wird mal wieder mit dem Vornamen angesprochen und dann trotzdem gesitzt, einfach nur irgendwie, ich weiß es nicht. Manchmal weiß man wirklich nicht mehr, was man dazu großartig noch sagen soll. Es wird immer unterirdischer. Ja? Hallo, schönen guten Tag, Herr Peter. Wie geht es Ihnen heute? Betrüger. Warum sagen Sie, dass wir Betrüger sind? Betrüger. Ja, Betrüger. Leider, wir sind kein Betrüger. Kriminelle. Okay, dann. Ich gehe in Zeitung. Manchmal lasse ich die Gespräche auch ziemlich schnell platzen. Es ist schon Wahnsinn, was man da immer wieder für Leute in der Leitung hat. Vor allem immer wieder die gleichen. Was denn? Herr Hartmut. Was denn? Tja, der Herr Schimmeldöner war hier eigentlich gefragt und nicht der Herr Hartmut. Aber weiß ich nicht, was dazu geführt hat, dass er hier gleich direkt wieder von alleine sofort das Gespräch beendet hat. Nun gut. So kann man sich das eigentlich nur immer wieder wünschen, dass es immer so wäre. Doch dem ist leider nicht so. Bitte schön. Aber schließen Sie alle. Wie kann ich denn helfen? Tja, das werden wir wohl nie erfahren. Denn hier wurde gleich direkt wieder aufgelegt. Ich habe keine Ahnung, wie das immer zustande kommt. Entweder haben die das an dem Datensatz schon erkannt, dass das ja kein vernünftiges Gespräch werden kann. Ja, oder, weiß ich nicht, einfach nur ein bisschen Langeweile und beide Leute mal anrufen. Guten Tag. Ja, und wieder so ein Anruf der Marke, wir wissen nicht, was das werden soll. Ja, also dem Anschein nach scheint es ja irgendwie zu funktionieren. Man hört ja den Krach da in diesen Callcentern. Es ist wahnsinnig laut. Also ich könnte in diesen unter diesen Umständen nicht vernünftig arbeiten. Ja? Hello? Hello, am I speaking with Mr. Sorry? Was für ein Ding?
Ja, wieder einer von den englisch sprechenden Scammern, Betrügern, ja, unseriösen Anrufen. Ich weiß es nicht. Also ich gebe immer wieder auf den Webseiten an, dass ich aus Deutschland bin und man muss bei der Telefonnummer auch nochmal anklicken, dass es eine deutsche Telefonnummer ist. Also verstehe ich nicht. Warum rufen die dann nicht auf deutscher Sprache an? Das kann doch nicht funktionieren. Ich verstehe es einfach nicht, was das werden soll. Was bringt das? Hallo? Ja? Herr Kurt? Ja? Wie geht's? Gut? Nett. Nett. Alles klar, Auto am Apparat. Wie geht's Ihnen heute? Hatten wir doch gerade. Wie bitte? Hatten wir doch gerade. Noch einmal, hab ich nicht verstanden, tut mir leid. Hatten wir doch gerade. Hatten wir was denn? Nur die Frage. Ja, ich wollte sicher gehen, dass es auch gut geht. Ja, gut, ich rufe an, weil Sie eine Anmeldung wegen Online-Investitionen gemacht haben. Aha. Ist das richtig? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Wie bestimmt nicht? Na, bestimmt nicht. Ist das Ihr rechter Name, Herr Kurt? Wie heißen Sie denn? Otto Lambert. Aha. Ist das Ihr echter Name? Echter Name? Natürlich. Wie ist das? Heißt das hier Andreas Kurt? Wir heißen Otto Lambert. Ja, Lambert. Lambert, das. Aha. Ja, ja, genauso echt ist mein Name auch. Dann wissen Sie ja Bescheid. Andreas Scheiße, ne? Nee. Ja, wie geht's Ihnen denn? Ja, wie geht's Ihnen denn? Ich wollte nur noch mal nachfragen, ob, und noch mal sicher gehen, dass es Ihnen noch wirklich gut geht. Ja, natürlich. Er ruft jetzt hier extra an, damit es uns gut geht? Also, was soll denn das? Tja, komische Anrufe vom Finanzmarkt halt, ne? Hallo, Herr Kohn, wie viele Anmeldungen haben Sie denn gemacht? Ganz viele. Bestimmt ein paar tausend. Da wirst du heute deinen ganzen Tag mit verbringen. Ah, da sind Sie ja, ne, da sind Sie ganz schön interessiert. Ja, um eure Zeit zu stehlen. Ja, aber müssen Sie auch den Nachnamen nennen? Mr. Lambert. Lambert. Lambert, lalala. Ja, ratatata. Ja, der Name ist genauso scheiße wie meiner. Ja, ne, gut. Ja. Hast mich gewundert. Wer hat dir den Namen ausgedacht? Mein Name? Ja, wer hat denn den ausgedacht? Wie ausgedacht? Ja, der ist doch ausgedacht. Du heißt doch nicht Lambums. Lambums? Ja, so heißt du doch nicht. Ja, natürlich heiße ich Lambums. Ich heiße wie du willst, heiße ich. Aha. Siehst du? Sag ich doch. Ausgedacht. Ja, ne? Ja. Also, ja, aber warum? Auf jeden Fall kommt ihr heute zu keinem Abschluss, weil euer ganzes System vollgemüllt ist. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hm. Aber warum Code? Ja, wenn du den aussprichst. Weißt du... Sind Sie scheiße, oder was? Nee, aber ihr. Wir? Wer denn? Ja. Ich? Nee, ihr seid doch Betrüger. Illegale Kriminelle. Illegale Kriminelle? Sogenannte Viecher. Ja, Viecher. Ja. Ja, das ist ein bisschen, ihr seid Viehzeug. Ein bisschen, wertloses, ne? Viehzeug. Das ist ein bisschen respektlos, ein bisschen, Bei dir muss ich keinen Respekt haben, du kriminelles Schwein. Warum nicht? Ja, weil du kriminell bist, du betrügst Menschen. Sowas gehört in Kerker und nie wieder rausgelassen. Woher haben Sie das denn gehört, dass ich Menschen betrüge? Ja, weil du erstens schon mal keine Anruferlaubnis hast und zweitens zahlt ihr das Geld nicht aus. Wie? Wenn man bei euch nicht 250 Euro einzahlt, kriegt nie wieder einer irgendjemand was zurück. Herr Scheiße, warten Sie mal. Wo haben Sie gedacht, wie habe ich keine Anruferlaubnis? Ich kann nur anrufen, wenn ich will. Ist deine Mutter stolz auf dich, dass du so einen betrügerischen Job machen musst? Ja, ja, ganz stolz auf dich, ja. Natürlich. Ach. Ja, aber Herr Kurt, wir sind doch hier keine Betrüger, wir helfen. Natürlich, ihr seid krimineller Abschaum. Woher weißt du das? Das weiß ich. Bist du schon mal gelogen worden, oder nicht? Nö, aber ich bin schlau genug, da nicht drauf reinzufallen. Ja, guck mal, siehste, schlau genug. Alles klar, Herr Kurt, ne? Scheiße. Ja. Ihr habt heute einen richtig beschissenen Tag. Wie bitte? Nein. Doch, ihr kommt heute definitiv nur noch bei mir raus. Nur noch bei Ihnen raus? Ja. Glauben Sie? Weiß ich. Aber Sie haben überall die gleiche Nummer und die gleiche E-Mail. Nee, Schnuckelschwänzchen, ich habe 7000 Telefonnummern. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich immer die gleiche verwendet habe, damit das auffällt. Ja, aber natürlich hast du die gleiche, weil du dumm bist. Ja, nee, dumm seid ja ihr. Nein, warum bin ich dumm? Ich hab's doch erkannt. Na, du bist dumm genug, hier anzurufen. Warum? Ja, sieht man doch.
Warum bin ich dumm, die anzurufen? Naja. Hä? Wie? Weil wir gerade eine Fangschaltung laufen haben, Schnuckelschnulz. Und die, ja, ist doch kein Problem. Ja, die 3 Minuten sind um. Nun wissen wir ganz genau, wo ihr sitzt. Oh, dann ist gut. Alles klar, ne? Ja, gut. Dann kommst du besuchen, oder selber, oder wie? Ne, wir machen euer ganzen Laden da dicht, der kriminellen Dreckschuppen. Ah, okay, alles klar. Ja. Ne? Du, mach du mal weiter deine Arbeit, wie heißt das? Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du an irgendwas krepierst. Ist mir egal, was. Oh, okay. Ich wünsche dir was Schlimmes aussuchen. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, man muss ja auch mal ehrlich mit diesen Menschen reden, ne? Also es ist schon Wahnsinn. Man muss denen wirklich mal erklären, was die da eigentlich machen. Aber es interessiert die ja überhaupt nicht. Es interessiert die nicht, die Bohne, dass die kriminell arbeiten. Der absolute Wahnsinn. Und die machen immer weiter und weiter und weiter und belästigen die Leute. Ja, ist schon krank. Ich habe euch jetzt noch ein paar nette Gespräche bzw. Anrufe auf meinem Anrufbeantworter mitgeteilt. Ja, den haben wir extra dafür geschaltet, dass die Kriminellen eben da ihren Zeug ablassen, währenddessen ich gerade noch mit anderen Kriminellen gerade telefoniere oder vielleicht gerade keine Zeit hatte und nicht ans Telefon gehen konnte oder einfach nicht da war. Ja, die Bandansage, die ich geschaltet habe, also wonach dann die Betrüger sprechen, zeige ich euch dafür zuerst. Ja, hallo. Ja. So, also das war die komplette Bandansage, nachdem dann gefolgt dieser Piepton kommt, wie man es halt eben von einem Anrufbeantworter kennt. Doch das, was dann eben danach alles folgt, ist umso verwirrender, dass da überhaupt jemand drauf spricht. Guten Morgen. Na, guten Morgen hat er immerhin geschafft. Der hat dann wohl gleich aufgelegt, weil er dann doch noch begriffen hat, dass da ein Piepton war und dass das ja nur ein Anrufbeantworter sein kann. Aber schauen wir mal weiter. Grüß Sie, hallo. Noch so eine, die dann wahrscheinlich noch zeitnah begriffen hat, dass sie wohl niemanden an der Leitung hat. Chronologisch werden die Gespräche auf dem Anrufbeantworter jetzt allerdings immer ein Stückchen länger. Oh. Kommen wir direkt zum nächsten. Pula, Entschuldigung für die Störung nochmal. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Hier spricht Lukas Hollenberg. Bitte hören Sie mich. Sind Sie da? Ja, wie soll er mich denn hören oder ich ihn hören, wenn das hier nur ein Anrufbeantworter ist? Tja, es könnte vielleicht in dem Krach da im Hintergrund liegen, dass man das dann wohl nicht mitkriegt, dass da der Anrufbeantworter gepiept hat und die Aufzeichnung gestartet ist. Aber es gibt auch die Mitarbeiter, die es checken, und dann ihre Pause scheinbar auf unserer Leitung verbringen. Wie zum Beispiel dieser Anruf hier. Also falls die nette Blitzbirne da jemanden im Hintergrund verstanden hat, also falls ihr das übersetzen könnt, was sie da gesprochen hat, dann schreibt das gerne mal mit Zeitstempel in die Kommentare, was sie da so gesagt hat. Also ich finde es schon irgendwie wahnsinnig krank, was da für eine Geräuschkulisse herrscht. Also hier konnte man nun wirklich einwandfrei heraushören, dass es sich da wohl um eine Diskothek handeln muss. Ja, und jetzt haben wir hier wieder den mit dem Scrollrad in der Leitung. Also ich frage mich immer, was das werden soll.
Also man hört ja da den Krach raus. Dass das alles nicht seriös ist, kann man, glaube ich, auch ohne weiteres hier raushören. Aber, tja, die probieren es dann immer weiter und immer wieder. Tja, wenn es wieder der Mitarbeiter mit dem Scrollrad ist, dann versaut er sich auf jeden Fall seine Statistik hier, wenn er ständig anruft und ständig von alleine auflegt. Aber hier hört man auch mal wieder ganz toll raus, dass die Musik und der Krach da im Hintergrund überhaupt nichts bringt, denn man kann ja die Mitarbeiter, wenn man genau hinhört, schon trotzdem noch verstehen. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Vielen Dank für die Störung. Wir haben uns schon mal gestern telefoniert, es geht um Ihre Bestellung. Und im Moment der Bestellung wird in zwei Teile aufgeteilt, und zwar, dass die erste Zeit, also die erste Lieferung, Sie bekommen dann Paket, und zwar mit Kärtern und mit Slim zusammen. Da müssen Sie auch gleich 3000 Euro bezahlen, das kommt das per UPS. Und später kommt auch noch ein Zusatzpaket für Sie, auch wieder mit Probiotik Slim, also 36 Stück. Dafür zahlen Sie keinen Cent. Also das wird in zwei Teilen verteilt, damit Sie es Bescheid wissen. Ich kann dann noch später anrufen, wenn Sie einverstanden. Also ich habe das Gespräch nicht unterbrechen lassen vom Anrufbeantworter, der hat hier einfach selbst aufgelegt. Ich weiß es nicht so richtig, ob der hier gedacht hat, dass er jetzt mit mir spricht, und hat dann irgendwann aufgehört, weil er dann das festgestellt hat, dass das irgendwie Quatsch ist, was er da macht, oder hat einen Faden verloren. Ich habe keine Ahnung. Naja, zumindest ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Jetzt habe ich euch nochmal einen Schnipsel mitgebracht, wo wieder jemand nicht spricht, aber man hört jemanden im Hintergrund sprechen. Und da hört man auch wieder ganz genau, was das für eine Masche ist, also was, um was für eine Abzocke es sich da handelt. Mal nicht der Finanzbetrug, hier hört man mal was anderes heraus. Ja, hier musste ich nun einiges an technische Spielereien auffahren, um das noch irgendwie verständlich zu machen, da ja die Geräuschkulisse natürlich wie immer aus den Callcentern ja, naja, nicht die beste ist. Aber hört selbst. Für alle, die mit einem Hörgerät hören oder Kopfhörer drin haben, sollten die jetzt entweder leiser stellen oder rausnehmen oder, naja, also auf jeden Fall müsst ihr die technischen Einstellungen vornehmen, weil hier sind jetzt leider ein paar kleine Quietschtöne mit drin, die ich so nicht rausfiltern konnte, da das Audiofile hier wirklich extremst von mir bearbeitet wurde, weil das Hintergrundrauschen fast lauter war als die Stimme, die wir gehört haben. Gleichzeitig waren da aber irgendwelche Quietschgeräusche noch zu hören, wahrscheinlich von irgendwelchen Bahngleisen. Weiß ich nicht genau, hört sich auf jeden Fall so an. Nur dadurch, naja, konnte ich diese Stimme jetzt hier eben noch rausfiltern. Man konnte es vorher schon hören, allerdings so leise, dass sich wieder alle in den Kommentaren beschweren würden, dass das einfach viel zu leise ist. Von daher habe ich jetzt hier ganz, ganz viel nachbearbeitet, um eben ja den Mitarbeiter da aus dem Hintergrund ein bisschen rauszufiltern. €39 irgendwas hat er da erzählt. Sie, Frau Alexander, dürfen mal mit dabei sein. Na, das klingt doch wieder nach dem typischen Lottobetrug oder nach irgendeinem Schnupperprobeabo, wo der Mitarbeiter bei uns auf dem Anrufbeantworter ja gelandet ist und hat hier dann so seine Pause verbracht. Man hat ja dann zum Schluss hier das ja Telefonhörer grackeln gehört. Hier hat er wahrscheinlich sein Headset einfach an die Seite gelegt und dann das Mikrofon ausgeschaltet oder irgendwie sowas. Und hat dann 5 Minuten das Telefonat weiterlaufen lassen. Klingt so ein bisschen nach mal Raucherpause machen, so ein bisschen auf Telefonzeit. War wohl der Chef gerade nicht im Raum. Und man hat dann wohl lieber den Hörer an die Seite gelegt, oder das Headset zumindest, um dann ein bisschen Pause zu machen.
Ist ja gerade ein Anrufbeantworter dran. Kann man ja mal direkt die Chance nutzen. So hat sich das hier für mich angehört. Ja, irgendwie so wird's schon gewesen sein, dass da irgendein Mitarbeiter keine Lust hatte, richtig vernünftig zu arbeiten. Der blanke Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von den netten Leuten hier gehalten habt. Ja, und was ihr allgemein über diese netten Blitzbirnen hier denkt. Wer mag, abonniert gerne den Kanal, am besten mit Klingelglöckchen, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr. Und Callcenter-Abzocke gibt's natürlich auch auf den bekannten Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter, Facebook und TikTok. Die Links dazu findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung oder auf dem Kanalprofil Callcenter-Abzocke hier auf YouTube. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Wenn ihr noch mögt, seht ihr jetzt hier eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Schaut auch da gerne mal rein. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.